Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir gegen ein paar Stufe Rot Gegner gekämpft und uns der Story nicht gewidmet, was wir in diesem Part aber ändern werden. Oh. Und ja, ich habe ausgehend natürlich wieder Zeugs gemacht. Da gehen wir jetzt ganz schnell durch. Wo ist meine Datei hier? Ich habe mit Roko, glaube ich, wie komme ich nochmal? Ach ja. Die letzte Fähigkeit gelernt, sieht man jetzt nicht. Magmaturm, Katar 8 war das, glaube ich, ne? Boah, ich bedrücke mich hier nur noch anscheinend. So, Magmaturm hier, gut, ne? Die letzte Art, die war, und die geht direkt zu Katar 1 über. Geil. Ja, letzte Fähigkeit mit Roko, das heißt jetzt nur noch, ich glaube, ja, Eisen und Lapiset und Velvet können jetzt noch Sachen lernen, gut. Titel. Haben wir ein paar bekommen, und zwar einmal Schattenreiterin bei 400 vermiedene Angriffe, yeah, und mystische Meister bei 250 Mystic Arts. Habe ich mit einigen Charakteren, glaube ich, bekommen. Mit Roko haben wir Seelenjäger, ich glaube 2500 gefundene Seelen, ne? Was ist das? Ja. Schon wieder 104 und letzter Samurai 250 Mystic Arts. Wo ist das? Ja. Ha. Dann Lafayette hat nichts, Eisen hat nichts, Magilo hat auch 250 mystische Arts eingesetzt. Katastrophine, ja. Und Eleanor hat noch zwei, auch Seelenmeisterin, 2500 Seelen eingeschnackt, ne? So ein Wort, ne, egal. Jetzt ist das. Wo ist das? Hier, Seelenmeisterin. Ich hatte richtig, ja. Und einmal Lahmlegerei bei 500 Betäubungen, geil, ne? So, noch irgendwas? Kann ich da wieder schließen? Ja, okay. Ach ja, und vor dem Part habe ich, glaube ich, einen Kampf mit diesem einen Viech hier reingeschnitten.
wie auch immer das nochmal heißt, Bakterianer oder so, Baktonianer. Ein anomales Ignizid. Ich weiß jetzt nicht mehr, was mir das nochmal bringt, deswegen gucken wir nochmal ganz kurz nach. Anomales Ignizid, anomales. Sieht man hier. Wo ist es denn? Abnormales Ignizid. Anomales, ja. Wir haben hohen Schwierigkeitsgrad die Beute ran von seltenen Objekten. Geil, ne? Ja, voll pünktlich bekommen. Blah. Gut, mehr können wir im Moment nicht auf Screen machen, deswegen gehen wir mal weiter gucken. Wir müssen nach Hellabes, glaube ich, zurückkehren. Wahrscheinlich können wir wieder eine ganze Weile nicht zurück, sobald ich hier weitermache. Bläh. Also zerstören. Ja, wird wieder nervig. Hier soll irgendwo noch eine Katze sein, glaube ich. Weil, weiß ich nicht. Da unten, nee. Weil wir haben ja immer noch so einen Brief bekommen, nachdem wir so ein paar Katztruhen geöffnet haben. Aber nein, ist immer noch nicht. Ach ja, dann fällt mir was ein. Ich werde wahrscheinlich nicht dazu kommen, alle DLCs hier zu zeigen, weil ich nicht weiß, was hier noch alles so kommen wird, hier optionalmäßig und so. Aber wir haben hier zum Beispiel ein Geobot-Set, Schweinchen, Schweinchen, Puppe, Besen, Hexenhut. Ein Geobot-Set. Ich habe mir natürlich alle DLCs vom Spiel gekauft und da waren eine Menge Sachen drin, ne? Und wir gucken mal, wie das Geobot-Dingen aussieht. Geil. Hey, cool. Cool. Sieht jetzt cool. Das sieht cool aus. Hexenbesen, warte mal, das passt auch perfekt. Ich werde erstmal das hier sehen. Ja, schneller, das wäre natürlich auch geil. Cool. So, nimm mal einen Besen. Mit einem Hexenhut, ne? Na, natürlich blöd, sie hat schon einen. Cool. Wette mit 3 Sternen. Ja, ich weiß nicht. In Tales of Systema bin ich echt abgegangen mit meinen ganzen. Oh, cool. Ja, gefällt mir. Der System bin ich echt abgegangen mit den ganzen Dekorationen, aber irgendwie habe ich jetzt hier irgendwie ein bisschen verpennt. Das ist eine Krabbe. Eine Krabbe. Okay. Gehen wir zurück nach Hellabes und machen die Story wahrscheinlich wieder weiter. Können dann erstmal wieder nichts machen, ne? Gut. Cutscene. Boah. Jedes Mal das Spiel ist so vorschaubar, ne?私たちを4聖種に捧げるために探していたんでしょう。そうよ。それも謝らないわよ。構いません。謝って許される罪など、その程度のものですから。そうよね。己が身勝手さを自覚していることだけは褒めておきましょう。覚えておくがいい。サイカの剣種。僕は何度生まれ変わっても同じことをする。私もです。 Was ist eine Anspielung an Styria? Ich habe so das Gefühl. ベルベット、前から話したいことがあったんです。その、あなたたち、クーマとライフセットのことですが、気づいたのね。
実際にやってみなければどうなるかわからないことですが。あんたが悩まなくてもいいわ。前にも言ったけど、悪いことは全部サイカの剣士のせいにしとけばいいのよ。勝手に一人で背負い込まないでください。こんなことになったのは大魔氏の責任でもあるんです。だからモアナたちのことは私が考えます。でも Es wird kein Happy Ending hier geben, ne? Ich mochte Tales of Graces F, das hatte ein Happy Ending. Mehr oder weniger. Ne, eigentlich schon, ne? Ne, doch nicht. Warte. Ja, die sind auch schon emotionslos. そんなこと言ってるやつが多いな。しっかりしてくれよ。正確にはまだというところね。急いだ方がよさそうじゃの。ベビック、モアナとメディサの領域から出るなよ。クーマはカノノ氏の一部だ。ある程度は鎮静化に抵抗できるはずだ。 Genau, wir müssen ja diesen Vulkan suchen, da müssen wir irgendwie Oscar und Theresa reinschmeißen, ne? Klaus. Es gibt noch eine Stadt. Okay. Ich dachte ehrlich gesagt, wir sind schon jetzt so direkt vor dem finalen Kampf, aber anscheinend noch nicht. Noch eine Stadt auf dem Weg ist. カノノ氏の沈めの力が関係してるのかな。それとも四聖種が眠ったせい。どちらの可能性もあり得るが、考えすぎると事の大きさに寒気が増すぞ。そうだね。けどどの道目的は変わらないわ。まずはメイル氏を向かいましょう。 Okay. Bin ich toll. Wohl passend mit Magilo auch noch. So. Wir können sogar hier durch die Gegend gehen. Geil. Da ist optionales Zeug. Oh. お父さん、やだ、いらっしゃんどい。漁業を発展させて国の食糧事情を安定させるために、俺が学んだことが役に立つって、親父も納得したろ。うん、そうだったな。しっかりしてくれよ。浸水の飲みすぎじゃないのか。晩酌程度の浸水。どうってことはあるんだ。疲れてるんなら、今日は俺だけで漁に出てもいいよ。冗談は顔だけにしろよ。まだまだ、お前一人に船を任せるわけにはいかんわ。 Ja, jetzt weiß ich, was Hinominat macht. Er macht die ganzen Leute betrunken. Hinominat macht alle Leute auf der Welt betrunken. Warum heißt das Chambalon 2 spielen?
Chambalon 2 spielen, so heißt das Spiel. Nein, warum heißt das Chambalon 2? Ich verstehe es nicht. Oh, da sind noch so viele Ausrufezeichen. Da sind noch sehr viele Ausrufezeichen. Heiligtum, mag mal wieder was beichten. Oh, Gasthaus, geil. So, ich möchte mal kurz so einen Typen finden, von dem ich sehen kann, wo welche na, Stufe Rot Monster ich erledigt habe. Ich glaube, ein paar sind neu hier so am Rumwuseln in der Nähe von Hellaways. Aber die tun mal einen extra Part wieder machen. Wir sind so ein paar Sachen hier aufbewahren hier für optionales Zeug. みんなで手長ガニの生息域が広がっている。お仕事頑張ってね。カニばかり繁殖すると他の漁に影響が出る。あの人、お父さん？なんか変だよ。すまんすまん。なんだか急に頭がぼーっとして。Weiß, wenn jemand findet, der sich immer so benimmt. ja, wo ist der Waffenshop? Vielleicht gibt es ja hier wieder neue Sachen. Aber ich glaube nicht. Aber trotzdem. Na, bist du auch ein Zombie? Alles klar. Ja, genau wie wir, ne? Du musst dich nicht hinrichten lassen. Auch wenn du einen Verbrecher hier nicht irgendwie verhaftet hast oder was weiß ich. So, zeig. Die tun ja echt neue Sachen verkaufen. Boah. Ja, damit. Boom. Boom. Mithril-Zeug. Geil. Ich brauche nur noch eine. Gut. Habe ich noch. Schade. Ja, ich habe ein paar Sachen ja auch gekauft. Und dann Ladenlevel ein bisschen erhöhen, aber dann wird es dann schwieriger. So, was habe ich jetzt für Sachen gekauft? Das ist jetzt die Frage. Waffen nur, ne? Angriff, yay, das braucht er doch. Habe ich schon. Lerngeschwindigkeit, sie hat ja nur eine Sache. Ging irgendwann noch so auf die Fresse, weil ich nicht aktuelle Sachen ausrüste, ne? War nicht schon mal so der Fall. So, du hast noch eine 134, geil. So, alles ausgerüstet, gut. Musst du auch schon so wackeln? Ne, okay. Ja, das wird irgendwie wie so ein Zombie so rumwackeln. Boah, ich verkauf Waffen, ich sorge dafür, dass Leute getötet werden. Ich muss mich umbringen lassen. Hier gibt es noch eine Menge neue Viecher. Bergkiller aus. Oh mein Gott, die schaffe ich doch nie im Leben. Tödlicher Berg. Figal-Eisspitzen, das ist ja hier in der Nähe, ne? Der Wallwald, da müssen wir auch noch irgendwann hin. Niedlicher Teufel. Ja, da haben wir noch eine Menge Viecher, die wir erledigen müssen. Nein. So, ist ja oben was. War ja nicht irgendwas? Taverne, Gasthaus. Ist ja nicht mehr oder weniger das gleiche, jetzt mal ehrlich. Das erteile ich tun, dann müssen wir ihn zum Beichten.
kommt rein, bla 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 bla. Okay, es gibt nur oh, sexy oh, cool. いつも通りね、あんたは。ん?そうか?自覚のない自然体。無の境地って言うんじゃない?そういうの。そんな風に見えるか?だが、残念ながら真逆だ。像も迷いも自信も苛立ちも。次から次へ湧いてきやがる。そういう業を切り捨てるために。 剣を振る。前は俺もそう思ってた。だが、そんなの無理だろう?いや、たとえできたとしても、今の俺は自分の業を捨てたくないんだ。しぐれを切りたいって思いを捨てたら、何のために生きてるのかわからなくなるから。もうさ、邪念も意地も業も矛盾も全部ひっくるめて俺なんだ。 だから俺は俺という業と技を研ぎ上げて自分だけの剣を掴む。きっとそれだけが矛盾を超える。しぐれに勝つ方法なんだ。自分だけの剣。しぐれはそれを掴んでいるのね。ああ、あいつだけじゃなく、お前もな。私も自分の剣を掴んでる。そうさ。だから俺も負けん。 Warum ist Roku eigentlich noch bei uns? Das war ganz ehrlich. Wir haben den sein Schwert zurückgebracht. Und seitdem schnort er sich eigentlich durch unsere Gruppe, ne? Der hat nicht wirklich irgendwie so eine Aufgabe oder irgendwie sowas. Er tut einfach nur seine Schuld begleichen. Versteht ihr, was ich meine? Der ist einfach nur da, wie eine Katze. Er ist einfach nur da. Da kann man, glaube ich, über die Hälfte der Gruppe. Magilo. Magilo ist eigentlich auch einfach nur da. Rede ich ja eigentlich, ey. Ich steuere Magilo und rede davon, dass Roku ja irgendwie nur da ist. So, Heiligtum. Ich möchte was beichten. Wer hat denn noch nicht gebeichtet? Und zwei Dinger. Vater, ich möchte beichten. Wer ist denn jetzt dran? Ach, Eleanor. Taimashi-sama zange sukoto nado nai desho. Ontoni zange sbeki wa seidou de iitai houdai iu hachiatari na yakara domo de. Iie, kui aratametai koto wa yamahodo arimasu. Izen no watashi wa seiryou no kotowari to seigi wo muhihan ni shinjikonde imashita. Jibun no atama de, karada de, kanjou de handan sezu. ただ与えられた答えに甘えていたんです。真実も知らないくせに高みに居るつもりで権威を振りかざしたこともありました。私自身他人にお説教できるような人間ではなかったのに。でも懺悔はしません。聖書に許しを請うては同じ過ちを犯してしまう。私は私自身の意思に従って過去の過ちと悔いを取り返すよう努力します。 Was willst du mir beichten? Wir suchen ein besserer Mann zu werden. Hab ich die Augen geöffnet oder was? もともと無理な話だと思っていたが、実験の結果、醜い姿になっていたが、封じていた意思も砕け、完全な化け物になった。そうか。処分するしかないな。ああ。別に、どうしたんだ?開発中の精霊術の標的として再利用する予定だ。貴重なデータが取れそうだな。どこまでも精霊を利用する気か。アイゼン。 余計なこと考えてないでしょうね。何が余計だ。壊れた精霊に引導を渡してやろうって考えがよ。余計かどうか、やるかどうかは自分で決める。アイゼン、タイマシたちはその精霊を使って新しい精霊術のデータを取るって言ってたよ。術が完成したらきっと僕たちの不利になる。それを阻止するのは
余計なことじゃないよね。あんた、私の扱いが上手くなったわね。事実を言っただけだよ。助けに行くわけじゃないわよ。ああ、元よりそのつもりだ。So werden wir ihn retten. Ruinen von Fall ist, das wird vertagt. Zusammen mit dem Stufe Rot Gegner, würde ich sagen. Wahrscheinlich im nächsten Part sogar. So haben wir hier alles. Ja. Okay. Nimm. Okay, raus hier. Die Gegner sind stärker geworden durch die gefrorene Tundra. Okay. Bichi, was? Bichi? ここがこれほどに寒いとなると先の外部力表示が思いやられるの。キララウス火山に続く氷雪地帯よね。そんなに寒いの？俺も修行で何度か山ごもりをしたが、雪も多いし人間にとっちゃなかなか寒い場所だろうな。なんであんたがくしゃみをしてるの？ゴーマは寒さなんて感じないでしょ。いや、今のは雪が鼻に飛び込んできて。お前もしているじゃないか。風で髪が流されて鼻がくすぐったかったのよ。でも僕が読んだ古文書には外部力のあたりはあまり雪は降らない場所だった。火山から流れ出たマグマや地熱の影響だな。古文書には平原と記されていたはずだ。うん、キララウス火山は噴火活動も活発で温泉地としても人気があったみたいだ。あ、だが今では。どうしたの？みんな。リーズン。あんたたちのくしゃみを。そうです。この流れはいわゆる天丼です。景気のいいのが欲しいところじゃの。ごめん、くしゃみ出そうにない。くしゃみ練習しておくよ。Was? やれ。Los Eisen, mach's vor. Du bist doch hier der Klassenclown jetzt in der Gruppe. Ist da unten was in dem Gebiet? Vielleicht lass mal da hin. Scheint voll die Zeitverschwendung, aber man muss ja mal gucken. Er erwartet da irgendwie eine ultimative Waffe oder so, ne? Dann habt ihr alle umsonst über mich gelacht. Da wäre vielleicht eine gute Idee zu gucken, ob die Gegner hier um, wo ich bisher eigentlich habe von jedem Gegner hier schon Gegenstände haben. Oh, hi, Jump. Hier zum Beispiel hatten wir was noch nicht geöffnet. Ha, das eine Schatztruhe, die schon wieder verzeichnet worden ist. Hier wird da jede neue Schatztruhe irgendwie in so einem Titel irgendwie so verzeichnet. Ach, hier ist das Viech. So viel dazu. Ja, wissen wir schon mal, wo das Viech ist. Das Schiff ist immer noch hier. Warte mal. Na, ich habe wieder vergessen, wo das ist. Okay, wird gemerkt. Da müssen wir ihn irgendwann. Dann weiß ich nicht. Gehen wir noch mal in die eine Stadt, vielleicht dieses eine Dorf hier. Vielleicht können wir ja da neue Sachen kaufen. Und dann können wir ein paar Lines schon beenden. Menge gibt es, Menge Gespräche und also was gesehen hat, ist da auch was wert. Hier, buff. Hey,
Wie wollte ich treffen, Mann? Boink. Birdsley. Da, da ist noch mal so ein Typ. Ich will mal ganz kurz gucken. Die Expedition ist zurück. Stimmt, da war ja noch was. Weiß man nicht, warum ich die noch hier entsende, aber warum nicht? Schon wieder ein neues. Ruin von Falvis. Mond, ein heulender Wolf. Da, ich will da hingehen, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Hm. Na, den haben wir. Ruin von Falvis, da müssen wir als nächstes sehen. Oder ist das das Viech, was wir erledigen müssen? Auf chaotischer Schwierigkeit gerade die Fähigkeit, eine zufällige Fähigkeit auslösen, die beim Abwehren die Aufladezeit verringert. Chaotischer. Schaltet alle Kampfschwierigkeit gerade bis hin zu Chaos im Options unter dem System. Oh Gott. Muss ich dann nochmal den Schwierigkeitsgrad hochdrehen? Ich mach das. So, Shop. Ich wollte eigentlich Shop. Ich wollte Shop. Shop wollte ich. Mhm. Ihr habt ja noch die voll billigen Sachen. Ihr würdet mich eigentlich den Arm nehmen. Aber ich habe so wenig Geld. Ich noch weniger Geld. Verdammt, ich muss den Ladenlevel noch erhöhen. Gibt's hier ein Quest, Gespräch? Nein, okay. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. In der nächsten Folge gehen wir dann auf zum Berg Killa aus. Lass mich mal kurz gucken, wie weit ist denn das noch? Ach, da ist ja direkt da. Ach, wir müssen so oder so dahin. Okay, cool. Ich habe eine Idee. Aber diese Idee seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich aller herzlich, so Kräuter, fürs Zuschauen und sag, oh, das ist eine goldene Truhe. Ich bedanke mich aller herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.